Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt zur Yogastunde am Freitagmorgen. Ja, die Woche ist da, ist so gut wie rum und trotzdem können und dürfen wir uns diese Zeit nehmen für die Yoga-Praxis. Wer auch immer jetzt von euch zuschaut, könnt ihr mich soweit gut hören und auch soweit gut sehen. Schreibt mir das einfach mal in den Chat rein, ob das passt. Also wenn ihr mich dann soweit gut hören könnt und auch gut sehen könnt, dann darf es auch gern losgehen. Fühlt euch frei, verschiedene Hilfsmittel wieder für eure Praxis dazuzunehmen. Angefangen vom Sitzkissen über eine Decke bis zum Gurt. Ja, und dann würde ich dich bitten, dass du für dich in eine bequeme Fersensitzhaltung kommst. Sinke gern zurück. Fühl dich frei, wie gesagt, gern auf ein Kissen zu setzen. Und dann, wenn du dich aufgerichtet hast, lass in deine Hände ruhen, schließ deine Augen und ziehe dich zurück. Und dann beginne mit einem einfachen Schulterkreisen. Und ja, lenke dabei deinen ganzen Fokus nach innen. Erfahre für dich dieses Schulterkreisen. Und erfahre für dich, ja, mit was für einer Hingabe, mit was für einer Aufmerksamkeit und mit was für einer Offenheit du dieses Schulterkreisen erfährst. Denn oftmals haben wir bereits schon einen Plan oder eine Vorstellung, was alles zu einer Yogastunde gehört. Und es lässt uns oftmals eingeschränkt sein. Es lässt uns zu stark in die Zukunft projizieren. Und dabei vergessen wir, dass das Üben im Hier, im Jetzt stattfinden darf. Und so koste gern für dich dieses Schulterkreisen aus. Und ja, vielleicht gibt es etwas zu lockern und zu lösen. Und ja, vielleicht war die Woche anstrengend. Schulter, der obere Rücken, Hals, Nacken fühlen sich vielleicht etwas fest an. Und so gönne dir mit diesem simplen Schulterkreisen jenen Freiraum, jene Freiheit, jene Leichtigkeit, die es im Leben braucht. Jawohl, lass die Schultern rollen. Lass sie rollen. Lass sie rollen. Hast du dann deine Schultern wieder sinken lassen? Halte einen Moment inne, schau zum Nabel, erhebe dich dann empor zu einem ersten Kniestand. Beginne hier einatmen, deine Schultern hochzuziehen, füll deine Lungen, halte diese Spannung. Und mit einer Ausatmung durch den Mund, oh, lass die Schultern locker. Wiederhole. Heb die Schultern hoch, spüre die Spannung. Atme aus, wirf die Last der Woche ab. Wiederhole. Atme ein, zieh die Schultern hoch, halte inne. Atme noch mehr ein, zieh höher. Atme aus, gib ab, lass locker. Letztes Mal. Schultern hoch, die Lungen gefüllt halten, noch mehr einatmen und locker lassen. Sinke abermals zurück in deinen Fersensitz, öffne die Beine etwas weiter, führe die Arme nach vorn, roll die Schultern zurück, dreh die Arme mehr nach außen, aktiviere dir deine Fingerkuppen und dann laufe nach vorn. Aber behalte dein Becken hinten. Zieh die Schultern breit und von den Ohren weg. Lasse deine Flanken verlängern und je nach Wunsch bringe deine Stirn, Kinn, Brustbein näher zum Boden
Und so stelle dir vor, aus deiner Mitte heraus, verlängere dich in Richtung Sitzknochen, wie auch in Richtung Scheitelpunkt. Atme aus, lass dein Brustbein tiefer sinken. Ja, heiße diese Verlängerung deiner Arme, Brustkorb, Schultergürtel, Lendentaille nun willkommen. Atme ein, erfahre Länge, atme aus, entspanne, wiederhole, Länge erfahren und gezielt wieder locker und loslassen. Noch dreimal zur Einstimmung, zur Erhöhung der Achtsamkeit. Zum Schaffen von Weite, von Länge. Jawohl. Und dann roll dich langsam wieder zurück. Komme in einen Fersensitz. Sei aufrecht. Die Augen geschlossen. Mit den geschlossenen Augen. Hinterfrage. Für wen, für was übe ich heute meine Praxis? Und vielleicht hat es so manche von euch schon gehört, gestern war das typische hinduistische Fest Shivaratri. Und ja, wenn wir Yoga üben, dann kreuzt uns hier und da der Name Shiva sehr oft. Shiva steht für die Transformation. Shiva steht aber auch für die Zerstörung, den Verfall, um Raum zu schaffen für Neues. Und mir passiert es auch oft, dass man sich manchmal selber im Wege steht. Es scheut, das Neue anzugehen. Und um so diese Transformation einzuleiten, diese Hindernisse zu überwinden, diese Scheu zu überwinden, ist diese Besinnung und diese Qualitäten auf Shiva so, so wertvoll. Für uns selbst, aber auch für unser ganzes Leben. Und so würde ich gern diese heutige Yoga-Stunde, wenn du dann beide Hände vors Herz genommen hast, mit 5-mal Om Namah Shivaya beginnen wollen. Dazu atme ein. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Letztes Mal. Om Namah Shivaya. Spüre dieser Mantra nach und hinterfrage, an welcher Stelle könntest du in deinem Leben jetzt eine Veränderung vornehmen? Sei es, um neue Türen aufzustoßen, sei es, Altes, Ungebrauchtes hinter sich zu lassen, in Luft auflösen zu lassen. Und hierfür ist diese Kraft und diese Besinnung auf Shiva mit all seinen wunderbaren Qualitäten so wertvoll. Mit den Augen dann wieder offen, nimm für dich die Arme nach außen, entspanne deine Schultern. Beginne zügig deine Hände zu spreizen und zu schließen. Und während du deine Hände spreizt und schließt, beginne deine Arme entgegengesetzt zu verschrauben. Der rechte Arm nach innen, der linke nach außen und umgekehrt. Die Arme verschraubst du, während du spreizt und schließt. Sei dabei flüssig. Sei dabei offen für das, was geschieht. Links, rechts, jede Seite noch einmal. Dann lasse deine Arme sinken, spreize und schließe immer noch deine Hände. Runde dann deinen Rücken. Mit einer Einatmung geh nach oben zum Kniestand. Verlängere dich, halte inne, fäche deine Finger auf. Zieh die Arme hoch, zieh den Blick hoch, atme aus, lass die Arme, die Schultern komplett locker. Gehe dann über in einen Vierfüßler.
Knie zusammen, Schulter nach hinten. Ja, kreise dein Becken. Ein Becken kreisen, das natürlich deinem Becken selbst, den Hüften, aber auch deinem Rücken Bewegung schenken darf. Und ja, auch ich bin ein Verfechter der Aussage, in der Bewegung liegt die Kraft. Wir dürfen sowieso schon aufgrund von Homeoffice, Büroarbeit viel sitzen. Mich selber lässt es auch eher steifer und fester werden. Und so koste nun dieses freie Kreisen aus. Beziehe den Oberkörper, Arme, Schultern gern mit ein. Dann wechsle die Richtung. Bleibe im Fluss. Ja, und genieße die Zuwendung, die du dir persönlich schenkst. Angekommen dann wieder in der Mitte. Laufe mit den Händen Richtung Knie. Bringe dann deine Handrücken auf den Boden, rolle die Schultern zurück und drücke deine Fingernägel in die Matte. Atme ruhig. Und dann bringe nochmal mehr Gewicht nach vorne auf die Handrücken. Langsam lösen. Sinke abermals zurück in einen Fersensitz. Bist du denn aufrecht? Hast die Schultern und das Gesicht wieder locker gelassen? Schließ die Augen. Spüre deinen Atem und nimm diese Leichtigkeit hinter deinem Atem wahr. Anstatt aufgesetzt, forciert oder gekünstelt, hast du einen weichen, natürlichen Atemfluss. Und dann beginne zum Ujjayi-Atem zu wechseln. Du verengst deine Stimmritze, das sanfte Rauschen entsteht. Und dieses sanfte Rauschen darf den Fokus noch mehr nach innen führen, zu dir, zu deiner Praxis. Ist dann dein Ujjayi etabliert? So beginne mit der Einatmung, die Unterschenkel in die Matte zu drücken. Nimm die Arme zur Seite in eine typische Kaktus-Kronleuchter-Position. Zieh deine Ellbogen vor, nimm aber deine Hände mehr zurück. Dabei spürst du, wie es deine Schulterblätter an den Rücken ransackt. Jawohl, Ellbogen eher vor, aber die Hände zurück. Hebe Brust, Beine und Blick. Dann atme aus, Rücken langsam unten. Arme vor, Handrücken zusammen, Achseln tief, Blick zum Nabel. Wiederhole, aufrecht. Herz heben, Blick heben, atme aus, Arme vor, Rücken rund, Blick zum Nabel. Wiederhole diese fließende Bewegung zum Wohle des Rückens, zum Wohle deiner Schultern und zum Aufbau eines Gleichgewichts zwischen Ein- und Ausatmung. Sein Tempo, sein Rhythmus finden. Jawohl. Und wenn du demnächst mal den Rücken rundest, drück ruhig deine Unterschenkel so fest in den Boden, dass das Becken etwas aushebt, der untere Rücken noch runder wird und dann schieb deinen mittleren Rücken noch weiter nach hinten. Atme wieder ein. Aufrichten, Herz öffnen, atme aus, Rücken rund, schieb dich vom Boden weg. Du wiederholst, ein und wieder auf. Du wiederholst, ein und wieder auf. Ja. Koste mit jeder einzelnen Runde dein Bewegungsspektrum aus. Spüre die Kraft deiner Bewegung. Jedoch mit Leichtigkeit anstatt
gepresst, forciert oder gekünstelt? Bist du beim nächsten Mal wieder aufgerichtet? Lasse ausatmend die Hände nach vorn ziehen, in den Vierfüßler, rolle hier deine Schultern zurück. Ziehe einatmend dein Kinn, dein Brustbein vor, gleite über die Acht-Punkte-Stellung zur ersten Cobra. Atme aus, zurück in das Kind, Arme Stirn am Boden. Atme ein, Vierfüßler, Hohlkreuz, die Zehen angestellt. Und dann atme aus, der erste herabschauende Hund. Beine gebeugt, Blick nach vorn zwischen die Hände, Sitzknochen nach hinten oben schieben und ausatmen, Fersen tief, Blick zum Nabel. Atme ein, Liegestütz, Schultern weit. Atme aus, Knie absetzen. Gleite nach vorn durch die Hände, Cobra, Ellbogen eng, Herz vor. Atme aus, Kindsposition, Becken sinken. Atme ein zum Hohlkreuz. Atme aus, herabschauende Hund. Atme nochmals ein, schau nach vorn, zieh die Sitzknochen nach hinten oben. Atme aus, Fersen tief, Blick zum Nabel. Atme ein zum Stütz, Schultern breit. Atme aus, Knie, Fußspann ablegen. Atme ein, Acht-Punkte-Stellung, Cobra. Atme aus, Kindsposition. Atme ein, Vierfüßler, Zehen angestellt. Atme aus, herabschauende Hund. Atme ein, schau nochmal nach vorn, mach den Rumpf lang. Atme aus, Fersen am Boden. Atme ein, wieder zum Stütz. Atme aus, Knie ablegen. Leide nach vorn, Ellbogen, Herz vor, Cobra und zurück in die Kindsposition. Vier Füßler, Zehen angestellt, Hohlkreuz machen, schieb das Becken hoch. Schau nach vorn, atme aus, Fersen tief, Blick zum Nabel. Und dann laufe mit kleinen Schritten nach vorn. An den Anfang deiner Matte, Hände auf die Knie, zieh dein Kinn, dein Brustbein vor, atme aus, ganze Vorbeuge, Hände neben deine Füße und roll dich ein. Richte dich dann nach oben auf, lass die Hände oben berühren, atme aus, lass die Arme sinken, schließ deine Augen, komme in deine Mitte. Komme in deine Zentrierung mit geschlossenen Augen und spüre, wie du dich hier selbst sammeln kannst. Wie du dich erdest. Wie du dich aufrichtest. Wie du hinterfragst, wem oder was widme ich meine Praxis und wie setze ich das für mich um. Dann bringe ausatmend die Hände vor das Herz. Lasse einatmen, die Arme nach außen ziehen. Mit der Ausatmung verschränke. Schulterblätter eng. Dann schaue zu den Füßen. Füße, Beine aktiv. Und mit der Einatmung schieb die Beine, das Becken etwas vor. Hebe dein Brustbein, deinen Blick an. Und mit einer Ausatmung geh in die Knie. Vorbeuge, Arme über den Kopf ziehen. Atme ein, halbe Hocke, Gesäß nach hinten, Blick nach vorn. Atme aus, ganze Vorbeuge, die Arme über den Kopf ziehen. Atme ein, halbe Hocke, Blick, Brustbein vor. Atme aus, ganze Vorbeuge. Halbe Hocke, ganze Vorbeuge und bleibe hier.
Vorfuß stärker belasten, Beine aktiv wissen, Oberschenkelknochen ziehen nach hinten. Zieh die Arme über deinen Kopf und lasse mit jedem Atemzug die Flanken länger werden. Gib dir Raum für das Erfahren, Empfangen, Genießen, Wertschätzen, Dankbar sein. Löse dann den Griff, Hände wieder neben deine Füße, hole den rechten Fuß aktiv zurück, großer Ausfallschritt, bleibe, schiebe deine hintere Ferse kraftvoll nach hinten, richte dich allmählich auf, beide Hände auf dem vorderen Knie, roll die Schultern zurück, vorderes Bein bleibt gebeugt und du kannst gern dein hinteres Bein nochmals kraftvoller strecken. Schieb die Ferse nach hinten. Entspanne Gesicht und Schultern. Erfahre ein gleichmäßiges Ujjayi. Und mit dieser starken, kraftvollen Basis zieh deine Arme nach oben. Fächle die Finger auf. Halte für 3, 2. Heb nochmal den Blick. Und lösen, rechte Hand zum Boden stütze und aus deiner Mitte heraus dreh dich zur linken Seite ab. Zieh die Schultern zurück, bleibe hier, überwinde die Schwerkraft, atme ruhig für diese erste Drehung. Wunderbar. Und mit der Ausatmung löse, stütze, Vinyasa. Lege die Knie, die Fußspanne ab, Schultern hinten, wieder durch die Hände gleiten. Cobra. Einrollen über Kopfbecken, Zehen angestellt, Ellbogen eng, herabschauender Hund. Nochmals die Beine beugen, nach vorn zwischen die Hände schauen, Achseln tief, schieb die Sitzknochen nach hinten oben raus, atme aus, Fersen tief, Blick zum Nahen. Lass das rechte Bein heben, schiebe die Ferse hoch, atme aus, rechts nach vorn. Komme in diesen Ausfallschritt, gewinne wieder die Kraft für die Füße, für die Beine. Aufrichten, beide Hände voll aufs Knie, Schultern weich, schieb die linke Ferse kraftvoll nach hinten. Richte dich hier ein. Du kannst natürlich jede Zeit das hintere Knie zum Boden nehmen, gerade wenn du spürst, die Kraft lässt nach. Und dann hebe auch hier die Arme. Trage die Leichtigkeit nach oben. Schau nach oben. Guten Morgen, Freitag. Hier bin ich, lebendig, strahlend, gut gelaunt. Linke Hand zum Boden stütze. Drehe dich zur rechten Seite auf. Und bleibe. Atme ruhig. Empfange diese Drehung. Mit Hingabe. Mit Freude. Mit Offenheit. Und dann löse. Stütze. Abermals den Fuß zurück. Vinyasa. Ellbogen eng wissen. Durch die Hände. Cobra. Und dann rolle dich nach hinten ein in das Kind für 5 bewusste Atemzüge. Lass locker und los. Spüre nach der Anspannung die Entspannung. Spüre, dass dein Atem Raum hat. Nach dem 5. Mal roll dich dann nach oben wieder auf, Fersensitz. Ja, und aus deinem Fersensitz heraus werden wir zu einem Seitstütz kommen. Was ich damit meine, würde ich gerne kurz demonstrieren wollen. Ich werde meine linke Hand, meinen linken Unterschenkel und den rechten Fuß in eine mehr oder weniger Linie bringen. Und dazu
stütze ich mich auf meiner linken Hand ab. Die linke Hand, wie auch mein rechter Fuß, sind hier gegenüber dem Knie ein Stück weiter nach hinten gerückt. Roll dazu auch deine Schulter schön weit zurück, sodass die Achselrichtung Becken zieht. Hast du deine Hand dann unter der Schulter, Unterschenkel, Fuß geerdet, dann lasse aus deiner Mitte heraus dein Becken nach vorn schieben. Roll nochmal die Schulter zurück. Hebe dein Brustbein, deinen Blick. Drehe dich großzügig zur Seite auf. Schau nach hinten. Und dann mit deiner Ausatmung fasse mit deiner rechten Hand unter deine linke Achse. Wiederhole. Drück dich vom Boden weg. Schieb dein Becken vor. Heb dein Brustbein. Nimm den Kopf zurück. Atme aus. Kehre zurück. Wiederhole. Du atmest ein. Und du atmest wieder aus. Dynamisch. Dieses Verlängern und Öffnen der Hüften. Brustkorb zulassen. Und ja, bist du denn angekommen in deiner Position? Bleibe. Schieb das Brustbein hoch. Nimm den Kopf zurück. Habe Vertrauen. Habe Mut. Klasse. Und mit einer nächsten Ausatmung löse, kehre zurück in einen Fersensitz. Entspanne, spüre den Unterschied zwischen den Körperhälften. Und dann bereite dich für die andere Seite vor. Auch hier bedeutet es, dass du dann deine Hand und den Fuß gegenüber dem Knie ein Stück zurücknimmst. Rechte Hand unter die Schulter. Wieder wissen, das Schulterblatt saugt sich an den Rücken. Linken Fuß lang, rechtes Knie etwas nach vorn gesetzt, so gute 10 bis 15 cm gegenüber der Hand. Und aus deiner Mitte heraus drück den Unterschenkel in den Boden, nimm das Becken vor, heb das Herz, lehn dich mit dem Kopf zurück. Atme aus, der Griff zur rechten Achse. Wiederhole. Schieb das Becken vor. Drehe dich auf. Erfahre Weite. Atme aus. Griff unter die Achse. Wiederhole. Ein. Und wieder aus. Jawohl. Ein. Und wieder aus. Und dann atme nochmals ein, bleibe, genieße mit einem gleichmäßigen Ujjayi. Und mit der nächsten Ausatmung löse wieder. Fersensitz. Schultern, Gesicht locker. Spüre nach. Spüre nach. Und dann nimm deine Hände nach vorn zurück in den Vierfüßler. Die Zehen angestellt, sanftes Hohlkreuz. Atme aus, der herabschauende Hund. Zieh nochmal die Schultern rein. Und so hebe dann das linke Bein, streck die Hüfte, beuge das linke Knie, hebe das Knie, bleibe aber stabil in den Schultern. Heb das linke Knie höher, öffne deine Hüfte noch mehr. Und mit der Ausatmung ziehe das linke Knie zur Brust, halte für 3, für 2, für 1. Streck das Bein wieder aus. Nimm deinen Fuß nach vorn. Drehe hinten den Fuß rein, sodass die Fersen auf einer Linie sein können. Zieh den rechten Arm nach vorn. Richte dich auf. Krieger auf der rechten Seite.
Lass das Becken sinken. Lass das vordere Knie nach außen sinken. Drück die hintere Kante fest in den Boden. Aktive Beinrückseite. Dann gib die Arme in die Weite frei. Atme ruhig. Ja, strahle selbst den Frieden aus. Und so zeig dann deine linke Hand nach oben. Atme ein, heb den Arm, wickel den rechten Arm um den Rücken. Zieh die Schulter tief. Und dann lehne dich mit dem Oberkörper zurück. Lass die Flanke sich verlängern. Genieße diese Öffnung, diese Weite. Jawohl. In der nächsten Ausatmung wechsle zu deiner Variante des gestreckten Seitwinkels. Sei es der Unterarm auf dem Schenkel, an der In- oder Außenseite, aber auch gerne auf einem Klotz, so dass es für dich eine ehrliche Praxis ist. Ich wähle heute mal die Hand neben dem Fuß, ziehe nochmal die Achsel zurück und aus deiner Mitte heraus zieh dich lang. Dreh dich auf, fördere das Gefühl von Länge, wertvolle Länge. Für drei, für zwei, für eins. Und dann nimm beide Hände an die Innenseite vom linken Fuß. Wandere ruhig mit dem linken Fuß weiter nach außen, sodass Fußknie in die gleiche Richtung zeigen. Hier gestützt zu bleiben, Variante 1. Willst du Klötze oder eine Rolle verwenden oder komme nach unten auf deine Unterarme, wenn es sich einrichten lässt. Hinteres Bein, vordere Fuß bleiben aktiv, während der Oberkörper allmählich tiefer sinkt. Du atmest ruhig, du genießt und du empfängst. Letzten beiden Atemzüge. Und dann lege das hintere Knie ab. Komme wieder auf beide Hände. Roll nochmals die Schultern zurück. Du kannst nun gern das hintere Knie unterpolstern und deinen Unterschenkel mal anbeugen. Mit der rechten Hand und mit der rechten Schulter zieh nochmal die Schulter zurück. Sauge das Schulterblatt an. Linker Arm vor. Dreh dich auf. Verwende gern einen Gurt, ein Handtuch. Wenn du merkst, es ist zu voll für das Bein, einfach den Arm nach hinten ausstrecken. Zieh nochmal das Schambein ein Stück hoch und hast du dann deinen Fußspann gefasst, presse deine Hand gegen den Fußspann. Lasse diese Öffnung, Dehnung der Beinvorderseite rechts zu. Jawohl. Genieße diese Dehnung, genieße diese Rückbeugung, diese Hüftöffnung. Für drei, für zwei, für eins. Langsam wieder lösen, stützen, ziehen den linken Fuß zurück. Aktives Brett. Je nach Wunsch, Knie am Boden oder nun tiefes Brett. Über die Zehen rollen nach oben in den heraufschauenden Hund. Herz vor, Blick heben. Und dann roll wieder über die Zehen zurück in den heraufschauenden Hund. Du atmest ein, du atmest aus. Bereit, um dann das rechte Bein zu heben. Knie zu beugen, Hüfte öffnen. Bleib wieder stabil in den Schultern. Super. Atme aus, rechtes Knie zur Brust im Stütz. Halte. Halte diese starke Mitte. Wertvolle Hitze. Ja, transformative Hitze. Streck das Bein wieder aus. Führe den Fuß nach vorn.
Hinten eindrehen, Fersen auf einer Linie. Zieh den linken Arm nach vorn. Aufrichten. Krieger auf der linken Seite. Auch hier sinkt das Becken wieder. Schenkel rotieren nach außen. Sehr schön. Mit den Armen parallel erfahren wir wieder einen ruhigen, weichen Ujjayi. Und so zeigt die rechte Hand nach oben. Atme aus, linken Arm um den Rücken wickeln. Heb den rechten Arm. Lehne dich zurück. Habe Vertrauen in deine Praxis, in deinen Körper. Und mit der Ausatmung gehe zu deinem gestreckten Seitwinkel. Sei es der Unterarm auf dem Bein. An der Innen- oder Außenseite, ich wähle auch jetzt wieder die Außenseite, ziehe meine Achsel zurück, der linke Arm nach vorn, drehe dich auf, schau ruhig zur Hand, empfange die Länge über die ganze Flanke. Letzter Atemzug, beide Hände wieder an der Innenseite vom Fuß. Wandere mit dem rechten Fuß ein Stück weiter nach außen. Komme hier an, je nach Wunsch hier bleiben oder Unterarme auf einen Polsterklötzer oder Unterarme am Boden. Schieb dich weg. Schieb die hintere Ferse nach hinten. Gib dir Raum fürs Erfahren, Fühlen, Nachjustieren, Offen sein. Lege dann das hintere Knie ab. Komme zurück auf beide Hände. Schultern zurückrollen. Nun mehr Gewicht auf deiner linken Hand. Beuge den linken Unterschenkel. Streck den rechten Arm nach vorn. Führe den Arm nach hinten. Entweder den Fußspann, Gurt oder Hand hochfassen, je nachdem, was du gern verwenden kannst, sodass es für dich stimmig ist. Zieh das Schambein nochmal ein Stück hoch. Presse den Fußspann gegen die Hand und die Hand gegen den Fußspann. Zeit, Geduld und Hingabe. Und ja, gerade wenn wir spüren, dass gewisse Partien sehr steif, verkürzt sind, dann dürfen wir uns hinterfragen, wie lange hat es gebraucht, dass dieser Bereich so verkürzt oder verspannt ist. Sicherlich nicht in 1, 2 Tagen, sondern mehr über Jahre, wo sich das so schleichend eingestellt hat. Und daher macht es Sinn, gerade an jenen Stellen zu arbeiten, die natürlich eher fest sind, mit gewissen Lebensveränderungen, Ernährungsveränderungen, um ein Öffnen, um ein Erzeugen von Freiheit zu fördern. Letzter Atemzug, langsam wieder lösen. Den hinteren Fuß wieder anstellen und jetzt drehe dich gleich um 90 Grad nach links. Die Füße sind parallel, deine Hände sind am Beckenkanten. Breche dich dann nach oben auf zum Stehen. Ja, behalte deine aktiven Füße und Beine bei. Spüre die Kraft in den Außenkanten. Zieh dann die Arme nach außen, Hände wieder hinter dem Rücken verschränken. Rolle die Schultern zurück und dann schiebe das Becken ein Stück vor. Hebe Bauch, Brustbein, Blick an, lehn dich zurück. Mit der Ausatmung beuge dich nach vorn. Zieh die Arme langsam über deinen Kopf. Natürlich kannst du die Beine etwas anbeugen, sodass es stimmig ist.
Ja, wenn du magst, bringe noch mehr Gewicht nach vorn auf deinen Vorfuß. Spüre die Kraft in deinen Beinen, die Länge in deiner Taille, im Rumpf, das Öffnen deiner Schultern. Wunderbar. Genieße jeden Atemzug. Genieße jeden Moment deiner Praxis. Und ja, es gibt sicherlich einige von euch, die schon etwas fortgeschrittener sind und es auch lieben, fortgeschrittener zu üben, wie zum Beispiel einen Kopfstand. Wenn du das möchtest, wenn das sich stimmig für dich anfühlt, bringe jetzt deinen Scheitelpunkt zum Boden, die Hände am Boden, die Ellbogen eng. Für den sogenannten Elefantenkopfstand, das ist absolut optional. Bringe mehr Gewicht auf deinen Scheitel, deine Hände und dann lass gern mal die Beine heben, wenn das eine Haltung ist, mit der du gerne üben möchtest. Hineinkommen ist die eine Seite. Herauskommen ist die andere Seite. Langsam Beine wieder sinken lassen. Auf die Füße. Vorbeuge. Hände am Beckenkamm. Langsam aufrichten. Nochmal das Brustbein im Blick heben. Ellbogen zurück. Ja. Dreh dann wieder Beine, Füße nach vorn. Hände am Boden. Aktiver Stütz, Vinyasa, sei es über die Kobra oder tiefes Brett und der heraufschauende Hund. Zurück in den herabschauenden Hund. Dann lege ausatmen deine Knie, deine Fußspanne. Zieh mal die Schultern zurück. Und dann strecke das rechte Bein nach hinten aus und bringe das rechte Knie in deine linke Kniekehle, so wie ich das gerade demonstriere. Du kannst hier die Knie auch gerne unterpolstern. Ziehe nun deine Unterschenkel weit, weit, weit auseinander. Unterschenkelfüße sind gerade, komme ruhig auf deine Fingerkuppen. Und dann beginne langsam dein Becken nach hinten zu ziehen, so als würdest du dich zwischen die Füße setzen. Langsam diese Öffnung dehnen, über die Hüftaußenseite Gesäß zulassen. Beim nächsten Mal lege sogar das Becken ab, sei es auf einem Klotz, Kissen am Boden, bist du dann aufrecht in dieser Position. Zieh immer noch die Beine zusammen, presse die Füße, die Unterschenkel gegen den Boden und richte dich auf. Bereit für die Adlerarme, Arme weit, rechter Arm oder den linken, Hände berühren lassen. Zieh nochmal die Ellbogen hoch, Hände weg vom Gesicht, aber zieh die Schultern tief und dann schließe deine Augen. Ja, das kann durchaus fordernd, grenzwertig sein, gerade wenn wir merken, wir sind sehr fest, sei es in den Schultern oder fest in den Hüften. Und unser Körper verlangt regelrecht nach Öffnen, Weiten, Freiheit. In der nächsten Ausatmung löse deine Armposition. Behalte das Becken hinten, hebe das Brustbein und dann laufe allmählich mit deinen Händen nach vorn. Becken bleibt hinten, aber du läufst nach vorn. Zieh die Schultern von den Ohren weg. Lasse diese Weite hier zu. Atme ruhig. Mit den Händen läufst du wieder zurück. Hände vor, Beine in Knoten, vier Füße einnehmen, drei, viermal
das Becken kreisen lassen. Dann strecke das linke Bein nach hinten aus, führe das linke Knie in die rechte Kniekehle und zieh die Unterschenkel wieder weit auseinander. Füße lang, komm auf die Kupfen, roll die Schultern zurück, beginne pulsierend dich nach hinten zu bewegen, wieder ein Stück nach oben, dann wieder setzen, nach oben. Und dann setze dich auf ein Kissen zwischen die Füße, passe das bitte an und sei dann wieder aufrecht. So dass auch hier gerade der Iliosakral-Lendenbereich so richtig schön aufgedehnt werden darf. Mit der Aufrichtung zieh die Arme nach außen, linker Arm unter den rechten, Adlerarme, Ellbogen hoch, Hände weg vom Gesicht, Schultern tief. Schließ die Augen. Behalte deine Aktivität in den Beinen bei. Die Schenkel ziehen zusammen, die Fußspannen drücken gegen den Boden. Genauso bei deinen Armen, die Arme pressen gegeneinander und die Schultern ziehen tief. Lasse dieses Öffnen zu. Sehr schön. Mit der Ausatmung löse die Armposition, entspanne die Schultern, dein Becken bleibt hinten, laufe abermals mit deinen Händen nach vorn, lehn dich vor, lass den Rücken runden. Für zwei, für eins und dann räche dich langsam nach oben wieder auf. Jetzt trau dich mal die Hände nach hinten zu nehmen, Beine in Knoten, Beine hoch. Mit den Beinen lang, bring deine Hände neben das Becken, zieh die Schultern tief, heb das Brustbein, atme ein. Heb dein Becken aus, roll über die Fersen in den Tisch. Becken, Brustbein heben, atme aus, Stock setzen. Wiederhole. Hoch in den Tisch, komme an und bleibe in dieser Position. Dann schau zu den Knien, links belassen. Streck das rechte Bein nach vorn, nimm das Bein zur Seite. Und hol dir den Knöchel auf das linke Knie. Lass das rechte Knie sinken, aber zieh dein Becken mal hoch. Zieh das Becken hoch, jawohl. Und wieder lösen. Rechts belasten, linkes Bein lang, Bein nach außen. Linker Knöchel auf das rechte Knie, das linke Knie sinkt. Und jetzt hebt nochmal das Becken aus. Linkes Knie sinkt, jawohl. Und dann wieder lösen, Becken absetzen, Hände an die Knie, hebe das Brustbein, dein Blick, atme aus, roll dich langsam ab. Lasse einen Moment verstreichen, vollkommene Gelöstheit, Weichheit, Sanftheit. Dann stelle deinen linken Fuß vorm Becken auf. Streck die Arme zur Seite. Heb das Becken aus, ziehe es einige Zentimeter nach rechts, absetzen. Nimm den rechten Fuß auf das linke Knie. Fasse mit der linken Hand das rechte Knie, atme ein, aus. Ziehe das rechte Knie nach links. Drehe deinen Kopf nach rechts, zur rechten Hand. Komme an in deiner Drehung im Krokodil. Erlaube es dir nun, eher passiv zu sein. Ja, die weibliche Seite in dir sprechen zu lassen. Fühle das.
Genieße es, ganz bei dir zu sein. Wertvoll und ausgleichend. Vor allem die Drehungen zum Wohle der Verdauung unseres Organismus, zum Wohle der Wirbelsäule, Brustkorb. Mit der nächsten Einatmung komme langsam zurück. Bring den Körper zurück in eine gerade Linie. Rechtes Bein lang. Und dann stelle den linken Fuß auf. Heb das Becken aus, zieh das Becken mehr nach links, absetzen. Hol den linken Fuß auf das rechte Knie. Mit der rechten Hand fasse zum linken Knie. Dann atme ein. Und mit der Ausatmung ziehe das linke Bein nach rechts. Behalte beide Schultern am Boden und drehe deinen Kopf nach links. Führe es kombinieren. Sei ganz bei dir. Sei ganz absorbiert von deiner Drehung, vom Passivsein, vom Gelöstsein. Letzten beiden Atemzüge. Und dann roll dich langsam zurück. Bring den Körper, die Beine wieder in eine gerade Linie. Gehe nun über in eine bequeme Entspannungshaltung. Du kannst dich gern zudecken, dir etwas anziehen. Dann atme nochmal tiefer ein und ein letztes Mal aus in Ujjayi. Und dann lasse komplett los. Empfange diesen Moment vollkommener Gelöstheit, Entspannung und Offenheit. Und ja, eine angenehme Schwere, eine angenehme Wärme durchzieht deinen Körper. So dass du fühlst, die Füße, die Beine sind warm und schwer. Das Becken und der Rumpf sind warm und schwer. Die Arme, die Hände sind warm und schwer. Auch der Kopf ist warm, ist schwer. Ja, der ganze Körper ist warm, ist schwer.
Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Jetzt zu wissen, dass ich selbst diese Veränderung sein kann, gerade dann, wenn es darum geht, ja, nützliche Rituale zu pflegen, die einem persönlich stärken, die einem helfen, den Körper, den Geist gesund zu halten. Und hierfür ist das Yoga ein wunderbarer Ausgleich, eine wunderbare Praxis. Dann gern verbunden mit einem Lächeln voller Leichtigkeit, Freude, komme aus deiner Entspannung zurück. So bewege deine Hände, deine Füße, deine Arme, deine Beine. Ja, du regelst dich. Ja, du streckst dich. Werde wieder munter. Und dann lasse deine Beine nach und nach an die Brust heranziehen. Gesicht, Schultern schön locker. Atme hier ein, atme hier aus. Und dann, wenn du bereit bist, rolle dich über die Seite ab, komme hoch zu einem bequem aufrechten Sitz. Auch gerne auf deinem Kissen, Schneidersitz, Fersensitz. Und dann atme für dich ein und bringe beide Hände auf Höhe deines dritten Auges. Bereit, um das höhere Selbst in uns zu würdigen, wertzuschätzen, zu ehren, sodass es uns dienen möge, und auch gerade dann, wenn ich es brauche. In der nächsten Ausatmung bringe beide Hände vors Herz. Wir brauchen genauso die große Güte, Empathie und Liebe unseres Herzens. So danke auch dir und deinem Herzen. Und um selber diese Transformation zu sein, so lass uns dann am Ende dieses Mantra Om Namah Shivaya auch hier nochmals fünfmal miteinander singen. Du atmest ein. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Letztes Mal. Om Namah Shivaya. Spüre die Schwingungen. Spüre die Kraft. Atme ein, atme aus. So verneige und bedanke dich bei dir selbst. Namaste. Ja, vielen Dank für diese durchaus intensive Freitagmorgenstunde. Und auch jetzt einfach wieder dieser Appell. Lass auch gern andere davon wissen, dass wir hier am Freitagmorgen kostenlos miteinander üben dürfen. Und dann wünsche ich euch natürlich einen schönen Freitag. Bleibt gesund. Wenn es euch interessiert und ihr vielleicht Zeit habt, dann könnt ihr jetzt am kommenden Sonntag noch den Chakra-Workshop mitmachen. Der findet von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr statt. Oder ich habe jetzt auch wieder einige Klassen online gestellt oder Yoga-Reisen online gestellt. Und vielleicht ist die eine oder andere Sache für euch schon dabei. Und ich kann mir gut vorstellen, gerade jetzt nach dieser längeren Lockdown-Zeit, will man endlich wieder mal raus einen Tapetenwechsel vorziehen. In diesem Sinne, habt einen schönen Freitag und bis bald. Tschüss.